Einen Floschen und Teufelscheuch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal zu einer etwas unüblichen Zeit und auch zu einem anderen Upload-Tag, aber es gibt ein großes Labymore 3 Crash-Problem. Das ganze Problem hatte ich schon seit gestern, aber auch über den Tag heute vermehrt, ist es bei vielen Spielern aufgetreten. Die Labymod 3 crasht nun, weil Labymod anscheinend heimlich ein Update gebracht hat. Und nun crasht es meistens mit dem Exit-Code 1. Ich habe gestern schon rumprobiert. Ich bin dann so langsam dem Fehler auf die Spur gekommen. Mein Bruder hatte nämlich schon länger keinen Labymod mehr gestartet, deswegen habe ich mir seine Labymod-Version auf meinen PC geschmissen und aktuell läuft es bei mir hier aktuell, wie ihr seht. Und da liegt nämlich auch der Fehler. Durch dieses Update crasht euer Labymod nämlich. Ich habe das Ganze mit dem Neo Essentials Pack einfach gefixt. Hier gibt es eigentlich eine Option, den Labymod Updates Funktion auszustellen. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar hat der gute Pleasant, der hat auch das TypeGG Add-on gemacht. Für die Leute, die das Add-on kennen. Er hat auf dem Griefer Utils eine Labymod Datei für die 1.89 und für die 1.12.2. Beziehungsweise nur für die 1.12, je nachdem auf welcher Version die 1.12 läuft, zwei Dateien hochgeladen und diese Dateien sind an sich die Labymod-Dateien, nur ohne dass der Updater dort drin verfügbar ist. Das ist halt eine Labymod-Version ohne Updater, denn nach diesem Update, bei mir hat er nämlich auch immer, nachdem ich das Spiel beendet hatte, immer geupdatet, weil es hatte ich einfach immer so drin und danach hat es immer gecrashed. Und mit dieser Version ohne diesen Updater bekommt er natürlich dann auch nicht die neuere Version und auch den Crash nicht mehr. Macht das vielleicht Labymod extra, um die Labymod 3 zu nuken? Kann natürlich sein, um die Labymod 4 zu promoten, das kann gut sein, aber ich werde euch in die Videobeschreibung einmal die 1.89 und die 1.12 Datei packen, ohne Updater. Ich habe jetzt aktuell noch die alte Version mit Updater drin, aber ich habe es halt hier übers Addon eben ausgeschalten, so geht es natürlich auch. Kleiner Crashfix zum Abend, falls ihr das Problem habt, ladet euch die Dateien runter und schmeißt sie in eure Mods-Ordner. Beziehungsweise tauscht sie mit der aktuellen Labymod-Jar eben, die dort im Mod-Ordner ist und schon sollte es wieder problemlos laufen. Ansonsten abonniert gerne für weiteren Content, lasst eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao, Leute.